Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the Englishman. Diese Woche Robert Palmer und Johnny and Mary. Johnny und Mary sind ein Paar. In ihrer Beziehung läuft es aber alles andere als gut. Johnny rennt immer rum, versucht Gewissheit zu finden. Er braucht die ganze Welt, um zu beweisen, dass er nicht alleine ist. Naja, eigentlich ist er nicht alleine, denn er hat doch Mary. Aber wie gesagt, es läuft nicht richtig zwischen den beiden. Johnny will sich aber ändern. Johnny sagt, er hat den Willen zu lernen, wenn er erkennt, dass er falsch liegt. Johnny sagt, er wird überall leben, wenn er die Zeit dazu hat. Was heißt denn, wenn er die Zeit dazu hat? Entweder will er was ändern und umziehen oder nicht. Was denkt Mary eigentlich? Mary wettet ungern. Sie weiß nie, was sie denken soll. Sie sagt, dass er sich immer noch so verhält, als könnte er entdeckt werden. Und er hat Angst, dass er gefangen wird. Ohne Hintergedanken. Sie versteht die Welt nicht mehr. Und Johnny versteht Mary nicht mehr. Johnny denkt, er verschwendet seinen Atem, wenn er versucht, vernünftig mit ihr zu reden. Mary sagt, ihm fehlt es an Sinn für die Realität. Und so kämmt sie ihr Haar, weil sie weiß, dass er bald aufgeben wird. Und so geht es weiter. Zu einem Happy End wird es wohl nicht mehr kommen. Was heißt das auf Deutsch, haben wir für euch in der SAW Mediathek gespeichert. Ihr könnt alle Folgen jederzeit anhören und runterladen auf radiosaw.de. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.